weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher sind. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Evil Within. Was kommt jetzt? Sebastian, Sie sind über uns. Achtung, Sie haben Dynamit. Nice. Geh in Deckung. Sie schießen von oben. Gute Nacht. Alter, was? Ich hab's so gut hinbekommen und dann sowas. Mann. Dann muss ich natürlich alles von neu machen. Ne? Ist ja logisch. Ne? Alter, das ist nicht deren Scheiß Ernst gerade, ne? Komm ich hier denn überhaupt runter? Nö. Komm ich hier runter? Nö. Sebastian, Sie sind über uns. Achtung, Sie haben Dynamit. Einer weniger. Ich treffe ihn nicht mal. Geh in Deckung. Sie schießen von oben.
Eieieiei. Muss man erstmal einen anderen Schuss setzen. Das war knapp. Ja, wir haben es geschafft. Aber ich habe wie immer kaum Muni. Eieieiei. Achnophobie. Wo fahren wir hin, Joseph? Ich habe eine Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet. Als ob jemand uns steuern würde. Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren. Aber das Licht der Beacon-Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich mach das. Lass niemanden hier reinkommen.
Scheiße, 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 scheiße. Yippie! Eine Splitze. Alter, was? Wo ist der? Da oben. Alter! Wollen die mich verarschen oder so? Fick dich. Weißt du, ich... Boah, nee, Alter. Ich hasse sowas an Spielen, ne? Buggy ohne Ende. Wie gesagt, ich empfehle das Spiel niemanden.
Ratten. Ja, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da bestatten wir dem Krankenwagen einen Besuch ab. Bis zur nächsten Folge. Ciao.